So, da müssen wir einfach spammen. Und ihr seht schon, die Waffe macht ultra viel Schaden. Ja, moin, der Kran ist einfach im Weg. Der Kran ist einfach im Weg. Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Hallo, willkommen zur dritten Folge von Raw Friends. Ihr seht es schon oben an den Doc-Tags, wir haben mal wieder den VIP-Rang bekommen. Aber nicht nur wir, nein, jeder Warframe-Spieler, der in der Launch Week, also in der ersten Woche, in der das Spiel rauskam, gespielt hat, hat für 12 Stunden VIP bekommen. Finde ich eine ganz coole Aktion. Ja, was ist neu? Wir haben die SAW, die SAW freigeschaltet. Habe ich ja im letzten Video angekündigt. Die werden wir heute ausprobieren. Und eine neue Handfeuerwaffe, die Classic 9. Ist auch ganz cool, finde ich. Und sonst hat sich ja eigentlich nicht viel getan. Ich habe noch bei den Scharfschützen hier diese coole Fähigkeit aktivieren können und ja, wir springen einfach mal direkt in einen Kampf und ich skippe für euch die Wartezeit und wir sehen uns dann in dem Kampf wieder. Jo Leute, da haben wir auch schon einen Kampf gefunden gegen einen Spieler, der sich selbst keinen Namen gegeben hat. Sieht ganz gut aus, die ersten fünf Sachen haben wir besser, die letzten drei hat er besser. Er hat die Hubschrauber, das ist natürlich ein bisschen nervig und sonst haben wir aber von den Waffen, sieht es ganz gut aus und ja. Wir spielen im Dschungel, finde ich ganz cool, ist eine richtig nice Map. Generell bei allem haben die sich hier Mühe gegeben und das kann man sich alles ganz gut geben. Und ja, ich habe auch schon einen neuen Charakter. So ein verrückter Wissenschaftler heißt der und der ist eigentlich auch ganz cool. Und ja, was kommt denn jetzt da schon? Fängt er jetzt an mit dem Hubschrauber? So, da müssen wir einfach spammen. Und ihr seht schon, die Waffe macht ultra viel Schaden. Wir haben einfach seinen Hubschrauber, die Unmengen Leben haben, haben wir direkt down gemacht. Auch die Fallschirmjäger sind für uns wenig Problem. Jetzt haben wir nur gleich keine Munition mehr. Das könnte wirklich ein Problem werden. Ja, den haben wir noch down bekommen. Und ihr seht schon, diese Waffe lädt endlos lang nach. Das ist das Einzige, was man so sagt. Ach, scheiße, jetzt habe ich die eingesetzt. Die wollte ich nicht einsetzen. Schön da. Scharf. Scharf geschossen. Und zwei Stürmer eingesetzt. Da rechts jetzt den Bazooka-Soldaten. Bekommen wir gut. Zwei falsche Mega setze ich mal ein. Mal gucken, was er macht. Solange er nichts setzt, kann ich ja auch auf ihm spammen. Und was setzt er da ein? Aha, er verstärkt quasi seine Drohne mit der War-Karte. Ist in Ordnung. Und die Drohne ist auch down, dank unserem Scharfschützengewehr. Ach, alle seine Fahrzeuge werden verstärkt. Ich dachte nur das nächste. Ja gut, das ist schon ziemlich gut. Was ein nerviger Spieler. So, da haben wir ganz gut aufgepasst, haben seine Truppen ganz gut down gemacht. Da setze ich mal wieder mein Scharfschützengewehr ein. Da haben wir eine Kiste. Und jetzt kriegen wir die in der Slow-Mo einfach in der Luft getötet. Zumindest einen von denen. Und wir kriegen die Leben aufgefüllt. Da haben wir auch ganz gut reingehauen. Drohne eingesetzt. Hier schön aufgepasst. Und da, die Kiste ist auch unsere. Ich wechsle mal die Position. Da hinten sein Stürmer. Den möchte ich gern noch down haben. War gar nicht nötig. Gut. Das hat nicht geklappt, aber was will man machen? Sein Schild zerballer ich immer. So, das sieht doch richtig gut aus. Wir machen da weiter Damage auf ihn. Er hat einfach einen richtig coolen Helm. Das ist so ein legendärer Helm, finde ich richtig nice. Und wir sind schon in der Verlängerung, so schnell ging das. Leute, das sieht nicht gut aus. Es spammt richtig auf mich drauf, ich habe richtig Angst. Ich bleibe weiter in Bewegung und lasse meine Truppen das Nötigste machen. Zwei Stürmer eingesetzt, Leute. Da haben wir seine Kiste geklaut. Ich glaube, das ist meine letzte Ladung. Ja, meine Waffe ist gleich alle. Da ist sie alle. Ich muss jetzt einfach nur noch ausweichen. Sein Hubschrauber ist natürlich ultra gemein. Da kommen die Fallschirmjäger. Und wir haben verschissen. Ja gut, Leute, das lief nicht ganz ideal, aber der Gegner war auch richtig stark.
Wir haben zwischenzeitlich einfach zu viel Damage kassiert. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Deswegen haben wir nicht gewonnen. Und ja, Leute, ich würde sagen, die Wartezeit skippe ich euch wieder. Und wir sehen uns dann im Kampf. Okay, Leute, willkommen zum zweiten Kampf. Es sieht ganz nice aus. Unsere Primärwaffe ist ein bisschen schlechter. Dafür sind unsere Truppen deutlich besser als seine. Nur die Machine Gunner sind irgendwie schlechter. Obwohl sie auf dem gleichen Niveau sind. Ja, er hat ja wohl die Fähigkeit höher gepowert oder so. Und ja, wir sind in der Stadt. Und der Gegner ist Level 13, kommt aus Finnland. Mal gucken, was das wird, Leute. Mal gucken, was das wird. So, er setzt da Stürmer ein. Die mache ich ganz gut weg. Und mein eingesetzter Stürmer bringt jetzt wahrscheinlich auch nicht viel, aber ich setze mal einen ein, einfach so. Und dann zwei Drohnen defensiv. Ich mag Scharfschützen nicht. Einmal hier schnell wechseln, zwei Scharfschützen eingesetzt. Ich mag sie schon, aber nur wenn sie für mich spielen. Ah, da haben wir doof Damage kassiert. Gesundheit auffüllen, das kommt, das trifft sich gut. Also das gefällt mir. So, er macht Damage auf mich. Finde ich nicht so cool. Da können wir ihnen ein bisschen schaden. Ja, die haben wir ganz gut down. Ihr seht wieder, die Waffe macht Unmengen Damage. Da auch ein Hit reicht. Auch der ist ganz schnell Geschichte. Die Kiste haben wir uns schön geklaut. Granatenschauer bringt da natürlich gar nichts, aber hier mal schön einen mitgenommen. Da links schön das Scharfschützengewehr eingesetzt. Drei Machine Gunner hätte ich jetzt eigentlich nicht eingesetzt. Und er hat meine Kiste gestohlen. Dafür muss ich erstmal seine Drohne erledigen. Ja moin, der Kran ist einfach im Weg. Der Kran ist einfach im Weg. Die Drohne fällt trotzdem. Ich setze einen Fallschirmjäger ein. Und er eine neue Drohne. Die ist aber auch direkt down. Ihr seht schon, die macht mega viel Schaden, die Waffe. Der nervt da hinten ordentlich. Grenadiere setze ich ein. Es sieht richtig gut aus. Wir haben eine große Überzahl auf dem Schlachtfeld. Und da hinten. Die haben wir auch ganz gut down gemacht. Ja, um die Ecke scharf zu schießen. Ja gut, das hätte ich mir auch selbst denken können, dass das nicht klappt. Ja, ich finde das absolut ärgerlich, dass da unsere Dings so doof gesetzt werden. So, mal gucken. Kann bitte dieses Rohr oder was da ist verschwinden? Danke, dafür klaue ich jetzt seine Kiste. Also, ich würde gerne seinen Scharfschützen down machen, aber es geht natürlich nicht. Okay, dann bewegt er sich, das ist gut. Die Drohne kriegen wir nicht down. So, das war mir wichtig. Waffe wäre cool, wenn die sich aufladen könnte. Seine Kiste geklaut. Wir spammen ein bisschen rein. Und da haben wir ihn. Leute, der zweite Kampf war erfolgreich. Das war auch für diese Folge der letzte Kampf. Ja, ich will diese Folge etwas kürzer halten. Die nächste wird wahrscheinlich wieder etwas länger. Und ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Haut rein, lasst doch ein Like da. Oder vielleicht sogar ein Abo, darüber würde ich mich mega freuen. Und wenn ihr was zu sagen habt oder vielleicht auch Warfront spielt und mit mir was zusammen machen möchtet, dann schreibt das doch in die Kommentare. Bis dann. Tschüss.